Oh je, ich habe irgendwie auch ein seltsames Gefühl bei dem Typen. Vor allem bei dem, seinem Android, ey. Der ist fast einfach mal drei, vier Köpfe größer als wir überhaupt selbst. Stell dich bitte da drüben hin. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler... Habe ich mir schon gedacht. So naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Und da haben wir ja das letzte Mal aufgehört mit Markus. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Vielleicht war ich nie wirklich frei. Vielleicht war ich nur, wie mein Meister mich haben wollte. Und jetzt muss ich entscheiden, wer ich wirklich bin. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Okay, also wir sind schon mal auf jeden Fall auf so einer Art. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Widerstandsgruppe oder so sind wir da gestoßen. Eine Widerstandsgruppe. Die sich, wo die Androiden gerne frei sein möchten, ohne irgendwelche Meister. Und die gibt's ja auch nicht. Okay. Sieh dich um, finde Lucy, erkunde Jericho. Oh. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Markus. Schön, dich kennenzulernen, Markus.
kaputt. Zustand. Was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Ja, also man merkt so langsam, dass die Androiden, die wirklich nicht mehr einen Besitzer haben, quasi eigenständig denken, dass die im Grunde eigentlich den Menschen nicht gerade unähnlich sind. Kann ich auch mit ihm sprechen? Ich mache erstmal Feuer an. Gibt es, glaube ich, irgendwo noch. Kiste bereits geleert. Eine Kiste von Cyberlife. Cyberlife Lager und Docks, West Torrance Avenue, irgendwas. Route wird berechnet. Na, gucken hier. Ah, hier machen wir nochmal das Feuer an. Ja, ich erkunde bei so, ich habe jetzt irgendwie auch gemerkt, dass man, wenn man bei Detroit Become Human ein bisschen in der Umgebung guckt, man einige Sachen findet auch, die dann einem später in Dialogen helfen können. Und warte, ich mache das hier noch an. Weil wir haben ja auch noch einen, ein Schloss davor. Das heißt also, es gibt hier noch ein paar Optionen, die uns ein paar Zusätze einbescheren. Wie die. Oh, der ist auch kaputt. Ein Kind? Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Da können wir also nicht mehr weiter zu ihm hingehen. Ne.
gucken. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Bist du Lucy? Setz dich. Zeig mal. Ich stoppe die Blutung. Trink das. Blaues Blut, aha, okay. Gib mir deine Hand. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Unterbreite Simon einen Plan, habe ich jetzt hier noch gehabt, aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu entdecken. Nee, bis auf das Gespräch mit Simon ist hier nichts mehr. Nee, hier unten ist noch was. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Okay. Dann unterbreiten wir Simon mal einen Plan. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen.
Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Die sollten sie vielleicht mal die LEDs rausmachen. Wenn sie das nämlich machen, dann werden sie schon mal nicht direkt als Androiden erkannt. Und somit könnten sie vielleicht auch sagen, oh, ich habe mich hier nur verirrt. Ich nehme mir mal das mit. Ja. Ich gucke jetzt mal hier. Ich glaube, ich habe alles. Ja, in dem Level haben wir eigentlich alles entdeckt. Und deswegen machen wir fortfahren. Weil wir sind gerade mal 14 Minuten noch am Aufnehmen. Das heißt, wir haben noch Zeit. 6. November 2038, 19.45 Uhr. Wir sind wahrscheinlich jetzt wieder die Alice. Ja. Nee, Quatsch. Die Kara. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Hier muss es sein. Weiter geht's. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Kommt rein. Rein, nicht so schüchtern. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh. Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Bitte, macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichler, hm? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz. Frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja,
Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Hier entlang. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Jetzt werden wir gefoltert. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Wir müssen aufpassen. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Komm, Alice. Hier lang, bitte. Oh je, ich habe irgendwie auch ein seltsames Gefühl bei dem Typen. Vor allem bei dem, seinem Android, ey. Der ist fast einfach mal 3-4 Köpfe größer als wir überhaupt selbst. Stell dich bitte da drüben hin. Das wird etwas unangenehm. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler... Habe ich mir schon gedacht. So naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Zurücksetzung. Wir müssen irgendwas machen. Sonst wären wir hier gerade... Was kriegen wir hier? Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. 6%. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme kleine Alice. Speicherschaden festgestellt. Deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Du beißt mich! Ist dir
bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Kara! Wach auf, Kara! Wir treffen uns im Wohnzimmer. Ich komm noch raus, ihr Arschlöcher. Finde einen Weg zur Flucht. Okay. Einen Kurzschluss verursachen. Ah, warte. Das Gelbe. Nein, der Speicher ist gelöscht worden. Triff Luther im Wohnzimmer. Shit. Verschlüsselt, oder? Erinnere dich. Hilf uns. Speicher gelöscht. Nein, das darf nicht passieren. Du musst dich erinnern. Tu es für sie. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Du musst dich erinnern, wer du bist. Sonst wird die Kleine sterben. Vielleicht hat er ein Backup gemacht. Dann könnte man das Backup wieder Dann könnte man das Backup vielleicht wieder auf unseren Speicher drauf spielen. Ich komme da nicht ans Notebook. Shit. Da müssen wir uns auf anderem Weg erinnern. Aber wir können vielleicht noch ein paar Sachen suchen. Das ist jetzt richtig scheiße. Gibt's da drin noch irgendwas? Können wir dann nochmal reingehen oder kommt dann immer dasselbe? Ja, kommt immer dasselbe. Das ist jetzt richtig scheiße.
Da gibt's auch nichts. Ah, hier. Macht es euch gemütlich. Gehe zu Luther ins Wohnzimmer. Das Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Ja. Gibt's da noch was anderes hier? Nee. Hallo, Luther. Schilder, bring das. Jetzt habe ich wieder nicht gelesen. Bring Zlatko das Essen. Zlatko, so spricht er sich aus. Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Okay. Bring den Kadaver weg. Nach nebenan. Die Schwester ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Uhr hat mich gegen eine beschissene Buchhaltung verlassen. Hast du mich verstanden? Ja, Zlatko. Luther! Luther? Ja, Zlatko. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an und schau, was ich mit ihr mache. Verstanden, Zlatko. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Verbleibende Zeit 10 Minuten. Wer ist das Mädchen? Erinnern. Wir haben 9 Minuten Zeit, uns etwas zu erinnern. Scheiße, das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier, hier mal was. Ein Hund! Mir reicht's, ich öffne diesen scheiß Käfig. Wir haben noch 9 Minuten Zeit, alles mit der Ruhe. Da gibt's noch was, gut.
Wir können jetzt zum Korridor. Oder wir öffnen diese Tür. Wir öffnen mal diese Tür hier. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Ja. Du darfst hier nicht sein. Du hast hier nichts verloren. Nein, du hast hier nichts verloren. Wenn du keinen Befehl hast, musst du in Standby. Oh ja, du musst gehorchen. Ja. Es tut mir leid. Wegen der Kleinen. Dann. Na, wie viel Zeit habe ich noch? 7 Minuten. Erinnert sich, okay, cool. Aber ich glaube, wir erinnern uns wieder. Ja, wir haben unseren Namen wieder. Alice? Finde Alice. Wir haben uns wieder erinnert. Eine Schrotflinte. Ja. Die nehmen wir mal mit. Sie ist nicht geladen. Scheiße, ist da Munition im... Wir müssen die jetzt unbedingt finden. Okay. Irgendwo muss sie doch sein. Wir haben sie! Alice? Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich erinnern? Haben den Bären rausgelassen. Nee. Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Die Kleinen. Sofort, Slatko. Kann man sich hier verstecken? Einmal sieht die hier Verstecke her. Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein. Woran Nein, du? Sie sind gleich hier. Such sie. Da ist überall Rauch. Scheiße. Boah, mein Herz pocht gerade. Echt. Fuck!
Boah, ohne Scheiß, ich fieber. Oh nein! Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Lauf! Lauf so schnell du kannst! Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Nein! Oh. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Oh. Wie kannst du es wagen? Weil wir die befreit haben. Wir haben die ja befreit, Alter. Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Geschieht dir recht, du blöder Sack. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Wir haben ja alles wirklich freigelassen, als wir gegangen sind, und haben wirklich für Chaos gesorgt, aber wortwörtlich, wir haben da komplett Chaos gestiftet und kriegen hier richtig viele Punkte wahrscheinlich auch dafür. Und das Coole ist vor allen Dingen jetzt, Luther hilft uns. Der 1,90 Typ da. Okay, spannende Folge. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus für diese Folge. Macht's gut, bis zur nächsten Folge und tschüss.